klein da hier. Mensch, wenn ich nicht wüsste, dass die Braut Biancas Schwester ist. Stimmt, sieht ja kaum ähnlich. Aber Mann, eine hübsche Braut. Aber Bianca ist auch nicht wieder zu erkennen. Die war bei einem super teuren Friseur angeblich in Hamburg. Richtig Schnete gekostet. Deine Eltern sind ja auch eingeladen. Ja. Weiß nicht, Biancas Vater ist irgendein hohes Tier im Stadtrat. Das ist die Hochzeit des Jahres, mein Lieber. Mm. Obwohl, wenn ich mir da meinen Vater mal so angucke, der kann sich sicherlich auch was Besseres vorstellen, als hier seinen neuesten Anzug zu repräsentieren. Ach, Mann, ich stell mir gerade mal vor, wenn du da stündest, so ganz in Weiß gehüllt. Wenn man den richtigen Mann dazu hat. Ho, 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 war hier die Rede vom richtigen Mann? Hey, du kannst mir gratulieren, meine Anerkennung zum Zivildienst ist durch. Yeah! Und was machst du als Zivi? Ja, boah, Essen auf Skiern, Schienen, Rädern, was weiß ich. Am Montag krieg ich Bescheid. Aber vorher, am Sonntag, hat noch eine gute Freundin Geburtstag und wird 18 Jahre alt. Schalali, schalala, stimmt's? Gute Musik hier heute. Geht echt gut ab, danke. Wir spielen jetzt die letzte Runde. Ja, zum Glück. Wieso, gefällt's dir nicht? Doch, ist nur ein bisschen laut und außerdem... Was? Ja, sitze ich hier ein bisschen blöd rum. Wir wollen nachher noch ins Déjà-vu. Kommst du mit? Déjà-vu? Das ist eine neue Disco in Lichtenhagen. Da ist samstags, glaube ich, ganz schön was los. Tanja, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Wieso? Ich wollte mit dir zusammen. Wir sind doch da zusammen. Mit dir alleine. Hey, das ist das erste Mal seit langem, dass wir mit der Band einen Auftritt haben. Ja, verstehe. Max. Max? Naja, dein neuer Schlagzeuger. Passt dir da irgendwas nicht? Wieso? Hörte sich nur gerade so an. Tanja, es ist ja wohl offensichtlich, dass du keine Lust hast, was mit mir zu unternehmen. Mann, der Abend ist doch noch lang. Und die Nacht erst recht. Ich habe aber keine Lust, in irgendeine beknackte Disco zu rennen. Mir brummt jetzt schon der Schädel. Danke. Das ist ein tolles Kompliment. Zu unserer Musik hast du noch gar nichts gesagt. Ich gehöre mir nicht dazu. Hast du irgendwie schlechte Laune oder was? Mir geht das ganze Programm hier auf den Sender. Prost, Tanja. Prost. Prost, Tanja. Läuft ziemlich gut, nicht? Mhm. Ja. Felix, willst du ein Bier? Nein, danke. Ein Wasser. Du, lass mal im Moment nicht. Sag mal, könntet ihr eventuell noch eine Runde spielen? Ich glaube, die Leute möchten noch mal tanzen. Ja, klar. Vielleicht zum letzten Mal? Wir würden gerne was Fetzigeres spielen. Was von uns? Ist das okay? Das geht in Ordnung. Danke. Hey, was ist eigentlich mit dir los? Du, ich sitze hier jetzt seit 3 oder 4 Stunden. Musst du doch nicht. Ich zwing dich doch nicht dazu. Kannst du dir vorstellen, dass ich vielleicht in deiner Nähe sein wollte? Das kannst du dir sparen bei dem Gequengel. Ach so. Ja, du hast richtig gehört. Ich brauche das nämlich nicht, wenn du mir so kommst. Das zieht mich total runter. Hi. Ein großes Wasser mit Eis, bitte. Für mich auch. Letzter Drink, wir machen zu. Ach so, darf man noch? So, ich reite vom Hof. Ah, ich glaube, morgen schlafe ich den ganzen Tag durch. Was mit deinem Geburtstag jetzt? Okay, wir sehen uns. Tschüssi. Ciao. Bist jetzt in der Disco gewesen? Hier geht ja richtig die Post ab. Warum? Bei dir nicht? Habt ihr euch wenigstens amüsiert? Ja, hatten wir das nicht gesehen? Richtig. Aha, jetzt wird's interessant. Interessant wird's nicht erst jetzt. Du wärst nicht der Erste, den sich Bianca unter den Nagel reißen will. Wie meinst du das denn? Ist irgendwas? Das weißt du doch am besten. Lach nicht so bescheuert, mir wird schlecht. Boah, was ist denn mit dir los? Meint ihr, ich habe keine Augen im Kopf? Tanja! Was willst du denn jetzt? Was ich will?
Ich will dir mal was sagen. Bianca hat schon mal mit einem Freund von mir rumgemacht. Jetzt wird's mir aber zu blöd. Lass David aus dem Spiel. Jetzt wird's unangenehm, ja? Oh, oh, jetzt mach mal eine Pause. Tanja, was ist denn mit dir los? Was mit mir los ist? Oh. Zahlen. Alles zusammen. Behalt dein Scheißgeld. Fass mich nie wieder an, ja? Hi. Schläft die Tanja noch? Nee, die ist raus. Hä? Mit einer Schwimmweste. Ah, komm rein. Ja. Komm. Sei mir jetzt bitte nicht böse, aber... Aber warum soll ich dir böse sein? Auch einen Schluck? Nee, danke. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Ich muss dauernd an Felix denken. Ich habe nicht Bescheid gesagt und der wird sicherlich warten. Ja und? Würde es dir sehr viel ausmachen, zurückzusegeln? Ja, begeistert mich bestimmt nicht, das kannst du ja denken. Ja, klar. Aber ich habe so ein schlechtes Gewissen. Und nun? Ich meine, zurück, da müssen wir kreuzen. Bei dem Wind, da kommen wir überhaupt nicht vorwärts. Wollen wir es nicht mal mit dem Motor probieren? Bringt auch nicht viel, eine Stunde vielleicht. Und ich meine, soll ich jetzt einen Motor anschmeißen? Der Lärm. Das kannst du auch nicht wollen. Nee, hast schon recht. Passiert? Ja, ich war mit dem Segelboot von meinem Vater unterwegs. Hallo, Mama. Herzlichen Glückwunsch. Oh, Daniel. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich hab's ja gesagt, mit 18 hören die Sorgen nicht auf. Was macht ihr denn für Sachen? Ja, das ist alles ganz schön dumm gelaufen, ich weiß. Hi, Wille. Mir alles so leid. Es ist total dumm gelaufen. Hey, vergiss es. Ich bin total froh, dass du wieder da bist. Hey, ja. Hallo. Hey. Hallo. Hey. Hier. Ja, los. Ich glaube, die meinen uns. Naja, dann herzlichen Glückwunsch, bevor die ganze Meute über dich herfällt. Danke. Beginnen, auf zur Mühle! Komm. Hey, das ist ja super, das Teil. Wo habt ihr das aufgetrieben? Tja. Naja, also eigentlich wollte ich dich ja zu Hause abholen. Ist das nicht die Kutsche von der Hochzeit gestern? Ja, vorgestern. Den Tag dazwischen würde ich gerne streichen. Der war nichts. Jupp, der war nichts. Na los, aufsitzen. Ja, aufsitzen. Wie denn da hinten oder was? Hey, das ist mein Geburtstag, runter da. Hey, ich weiß Mensch. Nicht, ich will vorne drauf, los. Bringst du das ganze Konzept so auseinander? Einfach, komm, gerettet, schon eine große Klappe. Tanja! Also, mach's gut, bis nachher. Tschüss! Fahr vorsichtig, Tanja! Pass auf! Wo willst du denn jetzt hin, Tanja?
Da hinten ein Horizont, da geht's weiter. Mann, da wartet eine Riesenparty und ohne Ende Leute auf dich. Mensch, wir werden doch noch irgendwo ein Plätzchen finden, wo wir ein paar Minuten alleine sein können.